Das Ende naht. Und ich werde euch den Weg weisen. Denn ihr seid meine Kinder und ich bin euer Vater. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Far Cry 5. Du kannst hier nicht einsteigen. Ja, auch heute dabei unser Dr. Disco. Wir befinden uns gerade auf den... Oh, suchen und retten? Weiter. Gut, fliegen wir weiter. Wir befinden uns auf dem Weg nach Jacobs Helikopter, den wir kaputt machen müssen. So. Behalten wir am besten mal die Straßen im Auge, wa? Hängst du mir dran? Ja. Du musst mal richtig abgehen. Oh, da kommt was. Scheiße. Oh, das war's schon, wa? Da ging aber flott. Mission abgeschlossen. So, hier war doch gerade noch was wir annehmen konnten, wa? Suchen und retten. Ah, die müssen wir einfach nur befreien. Was haben wir denn hier? Krieg gegen die Drogen. Ah, das sind die Boote. Was? Flicker. So, das passt. Hängst du dran, oder was? Nee, ich bin schon dran. Gut, gut. Mit Schleifen. Alles da gut. Steigen Sie aus. Yes. Und, landet er gerade? Oh, der ist gut. Mit Nacken wegbrechen, oder was machst du da? Bin unten angekommen, ohne die Leiche zu benutzen. Da ist der Deputy. Du machst gute Arbeit. Du die Mission an, ich rüste meine Waffen. Oh, mach das mal in der Zeit. Ja, guck mal hier wieder. Ich hab jetzt kann ich wenigstens auch schon wieder die ganzen. Erinnerst du dich an das Grandview-Hotel? Das Schlechtloch, aus dem wir dich geholt haben? Du musst wieder hin. Jacob hat sich ein Whitetail namens Briggs geschnappt und versucht, ihm das Hirn weich zu kochen, so wie dir. Er hofft wohl, dass Briggs die Wolfstan verrät. Ich glaube nicht, dass er so lange durchhält wie du. Und wenn er unsere Position verrät, war's das. Also müssen wir schnell sein. Einige hier glauben, dass es das Schlauste wäre, ihn einfach zu töten. Aber wenn wir anfangen, unsere eigenen Leute zu töten, um uns selbst zu retten, sind wir nicht besser als Jacob. Da mache ich nicht mit. Stattdessen machen wir Folgendes. Uiti hat ein kleines Dekonditionierungspaket zusammengemischt. Haben wir auch bei dir genutzt. Tausche es einfach gegen das Band aus, das in Briggs Raum läuft. Und dann werden wir sehen, was passiert. Wenn alles glatt läuft, kommt unser Junge wieder zurück zur Erde. Wenn nicht, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Genau die Person, nach der ich gesucht habe. So. Alles klar. Eben noch was kaufen. Zack, 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 zack. So. Beute verkaufen. Ich habe 10.000 dabei. Los geht's. Die Muschi ist wieder hier. Gut, wo bist du? Bist du schon oben? Ja klar, ich bin schon oben. Hier sind noch zwei Missionen, die du annehmen kannst. Sollen wir die direkt annehmen? Was meinst du? Kannst du mich alles annehmen. Ah, dann können wir die auf dem Weg direkt aktivieren, wa? Wenn wir fertig sind. Ja. Außerdem, ich habe jetzt Rambus M60. Ich habe irgendwas da hinten gespottet, ne? Im Norden bist du jetzt ein Held. So, Gepetto, schieß los. Die Whitetail-Miliz ist schon lange bereit für diesen Kampf. Eli hat dafür gesorgt, dass es überall Vorratsbunker gibt. Waffen, Munition, was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein. Weißt du, an was der Typ mich erinnert, Roman? So, guck ihn dir mal an. Läuft, vielleicht kommst du selber drauf. Und nicht in irgendeinem Bunker. Der erinnert mich an von Mr. Pickles, dieser... Nein, nein, komm mal her, komm mal her. Also, wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke.
Frag mich nicht, warum. Stell dich mal vor, ihn, guck ihn dir mal an. Das sagt mir, wen er dich erinnert. Der Kundschafter da oben auf dem Jefferson Aussichtsturm sollte eine haben. Ist das nicht dieser Rapper Romano? Ja, ja. Ich hasse es, den Typen zu erwähnen, wenn wir denselben Namen haben. Oh, das sieht nach Action aus. Guck mal hier. Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur ein. Leg mal den Hebel um. Der hält vor Spannung kaum aus. Die Alte hat sich abgeschissen, weil du geschossen hast, drinne. Ich glaube, der Typ ist schon tot, kann das sein? Wie wär's mit Anklopfen? Soll ich nochmal? Okay, ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Wheatie versucht, einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Sehr schön. Funkstille. Schön, dass du auf uns. Hey, guck mal, hier geht sogar eine Treppe hoch. Na, da draußen oder was? Wenn ich jetzt wüsste, wo du langgelaufen bist. Ja. Ich bin jetzt oben. Die Muschi rastet schon wieder aus. So, auf zum Helikopter. Bevor wir losfliegen, muss ich. Auf zum Atom. Ja, auf zum Atem. Warte, schau mich an. Oh, da geht mir einer ab. Ey. Alter, was ist das für eine Knarre? Das ist das Gewehr von Rambo. Willst du Oberkörper platzen lassen, Norbert? Ja. Oh, eine Hauptstraße. Hui. Befreie dich. Willst du da befreien? Mach kaputt. Hat sich schon ausgerollt. Oh, da ist was. Sich abgeschissen. Der Widerstand hat neue Lieferungen erhalten. Da sind einige echt nützliche Sachen dabei. So. Das Grand View Hotel. Aus. Okay. Hui. Dann noch voll aus dem Dach, ja. Ach so, wir sollen leise sein, sag das doch. Ich hab keine Kameras im Gebäude. Denk dran, sobald die rennen schon rum wie die Irren, ne? Ja, und die schießen mit Panzerfäusten. Huch. Das kann ich auch. Nein. Oh, weg hier, weg. Oh nein. Kannst du mich aufgabeln? Nee, ich bin auch platt. Alter. Das Ding muss wirklich genau unter meine Füße eingeschlagen sein, ne? Nee, das war eine Cluster-Mörser. Leck mich am Arsch. Das war jetzt scheiße. Ich bin mit einem Schuss direkt tot gewesen, ne? Ja, meiner ist hochgeflogen, ist mit dem Kopf irgendwo gebremst und dann irgendwo in so einer Felsenspalte stecken geblieben. So. Oh, guck mal, ist gar nicht weit von dir. Schick die Muschi direkt vor, ne? Warte. Du bist nah dran. Sei bloß leise da drin. Wir wollen nicht, dass Briggs verletzt wird. Geh du links rum. Zur Info. Ich habe keine Kameras im Gebäude. Denk
sobald du drin bist. Tausch das Band aus und lass die Deprogrammierung laufen. Die Mieze ist down. Hab ich gesehen. Die Mieze haben sie voll umgeballert. Scheiße. Oh, das gefällt mir gar nicht hier, ne? Katze, steh auf. Hier steht alles Mögliche im Weg, ne? Hier ist so ein dickes Benzinfass. Der will am Mörser gehen. Und. Boom, 1000 Fetzen. Komm raus, Freundchen. Der wurde von der Katze. Was ist mit der Katze passiert? Och, die arme Musch. Nicht simulieren, aufstehen. Oh, hier gibt's was umsonst, Romano. Mal nach einer Munitionskiste oder so. Hast du nichts mehr oder was? So, den Herrn haben sie irgendwo angebunden. Dass sie so schnell wieder aufgeräumt haben. Alter, was ist denn dir passiert? Lass das Band einfach seine Arbeit tun, wenn du ihn gefunden hast. Oh Scheiße, da fallen Trucks in deine Richtung. Jacob hat nur darauf gewartet, dass wir nochmal angreifen. Papa regelt das. Junge, macht das Ding Damage, was hier schießen die da? Die kommen vom See. Wo ist denn der See hier? Ein LMG oder was? Die haben mich mit irgendwas angeschossen. Ah, hier ist der See. Oh, oh. Nimm du Helikopter. Ich hole den Helikopter. Brauchst du gar nicht, hab was. Ja, was du da gerade mit dem Besser nicht in der Hand. Yippie-ki-yay. Sichere das Gebiet. Hol die Steine raus. Die Katze muss sich abscheißen. Wo sitzen die Heckenschützen? Sehen. Aus wie Maus. Wie kann der immer noch leben? Holen dir. Voll draufhalten. Ist klar. Heckenschütze. So, ich bin leer. Wie es unseren Kollegen da oben geht. Für mich bist du ein verdammter Held. Es sieht gut aus für Briggs. Die Whitetails sind auf dem Weg, ihn abzuholen. Jacob, da vorne ist die Munitionskiste. Ich kann nicht mehr nutzen, um Leute umzudrehen. Verdammt, ich würde gerne eine Visage sehen, wenn er hört, dass er seine Folterkammer verloren hat.
Allen außer mir. Ich wusste immer, dass du es drauf hast. Wir sehen uns in der Den wieder, Deputy. Bis bald. Oh, die haben uns was vorbeigebracht, Romano. Guck mal hier. Ein richtiger Brummer. Das mundet. Damit will ich fahren. So, dann gucken wir mal. Suchen, retten, ausrüsten. Komm, das machen wir als nächstes. Fahr. Du musst mit dem Punkt fahren. Echt? Ja. Mach keinen Scheiß. Ja, so schnell kann es passieren. Stopp. Oh. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich das Ding hier aktiviere. Damit ich auch fahren kann, wa? Reise zum Wegepunkt. Vollgas. Der arme Köter. Da. Hast du sie platt gemacht? Ja. Und was machen wir mit den Gefangenen? Richten wir sie heute Abend hin? Ups. Ja. Seine Bäume aufgehangen. Was ist denn hier los, ey? Das war einer von uns. Oh, da! Guckst du! Hast ihn erwischt? Ja. Leveln und looten, schnell! Ah, nix dabei für mich. Wow, was war das denn? Romano, wir werden geholt. Kann das sein? Hier ist so ein Irrer mit Flitzebogen. Wo kommen die her? Dreht den tot. Lass meine Katze am Leben. Die Katze ist voll am Überventilieren. Macht einen auf Carpador. So, Cinnamon. Vollgas. Da, ans Geschütz, los mal mit dir. Ach so, ans Geschütz, ja, sag das doch. Moment. Papa regelt. Volles Bund. Da lebt nichts mehr. Die rennen alle mit so einem Wolf rum, kann das sein? Ja, hier ist es normal. Ups. Da. Den Falschen abgeknallt, wa? Sehr gut, kann passieren. Oh, 1000 Fetzen. Bin weiter. Haben die keinen Tank oder irgendwas raufschießen kannst? Kannst weiter. Ja, ist, wenn das Ding hochgeht. Die Katze! Nein! Bleib mal stehen. Oh, du armes Mietz. Die ist richtig kohlrabenschwarz am Rücken. Die ist richtig wie so ein brennender Teppich hier. Wie bei Dschungelbuch, wo die am Ende Shere Khan anzünden, weißt du? Ja. So ist die Katze gerade gelaufen. Och, eine Sünde.
Knall endlich. So, ganz. Was zielst du auf mich, du Affe? Oh, da plöppt dir das Auge raus. Was der Fan auf mich zu, zieht mit der Pistole auf mich. Das ist so das Schlimmste, was du machen kannst. Ich glaube, der hat mich für den echten John Seed gehalten. So, was haben wir denn hier? Erreiche den Wachturm. Ich bin's, Weezy. Du bist fast am Aussicht. Ach, schnapp dir die Karte. Nein! Oh, der rollt aber doch gut runter, ne? Ich bin von dem Auto mit runtergezogen worden. Sein Klumpfuß hat ihm in die Tiefe gerissen. So, meine Freunde, leider endet das Spielzeit auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together Far Cry 5. Es bleibt spannend. Bis die Tage.